Also herzlich willkommen, Workshop, die Rolle des Herzens, wie frei bist du und wie kann man die Freiheit, also was ist die Freiheit des Menschen, wie verhält sich die, was macht die Freiheit aus, wie kann man die ja, ausbilden, ausformen, ausspielen, so ein bisschen. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, also ich werde ihr den klassischen Zugang geben. Es gibt ja unterschiedlichste Strömungen, auch in der ganzen Freiheitstheorie und auch unterschiedliche Ansätze. Aber ich bin doch eher, also einmal ein Klassiker, aber nachher auch die besten Antworten, die ich so rundherum gefunden habe, auch die besten Diskussionen rund um die Freiheit. Ich schreibe gerade das Doktorat auch darüber, also die Rolle des Herzens im Glauben oder das Verhältnis der Vernunft zur Freiheit im Akt des Glaubens. Und das bei Thomas von Aquin, John Henry Newman und dann alle Lehrdokumente der Kirche und auch biblische Analysen und dann die Neurowissenschaft. Also was sagt die Gehirnforschung über die Freiheit? Damit ihr so ein bisschen ein Bild habt, was ist denn da der Hintergrund oder von wo spricht der? Fragen sind immer willkommen, okay? Und wir wollen so drei Einheiten machen. Also ich hoffe, dass ihr einen Stift und einen Zettel irgendwo in der Nähe habt, wo ihr zwischendurch auch die, eure eigenen, euch selbst, wie ihr das erlebt habt, reflektieren könnt. Also es ist ein Workshop, es geht auch darum, dass wir erkennen, ja, wie schaut das bei mir aus, was hat das bei mir für Dimension gehabt und wie erlebe ich die Freiheit oder mein Herz, in welcher Dimension steht das, wie kann ich das ausspülen, erleben, umsetzen. Okay, ich glaube, soweit zur Einführung genug. Also, ich möchte mit einer ganz grundlegenden Unterscheidung anfangen, was die Freiheit und Freiheit ist das, was die Spezialität des menschlichen Willens ist. Aber es geht um die genaue Unterscheidung, was den Willen des Menschen und somit das Herz, also Herz sagt man als Organ, so wie Hirn und Herz. Und wenn man von der geistigen Kraft spricht, spricht man von Wille und Verstand. Aber Wille und Herz sind von dem her also Synonyme, weil wir jetzt ja keine Biologen sind. Die Biologen und die Mediziner sagen, wenn du vom Willen sprichst, das ist ganz was anderes als wir vom Herz. Aber für uns ist das Herz eine Metapher dafür, für den Willen oder die geistige Kraft des Willens, die das Gute wählen kann. Genau. Und die Freiheit ist die spezielle des Willens, also die Freiheit ist die Besonderheit und die, ja, die Qualität des Menschen, dass er frei ist. Dass er diesen Willen, dass dieser Wille nicht determiniert ist auf ein Ziel, sondern dass der Wille, das Herz tatsächlich wählen kann. Und diese Kraft ist des Menschen, die ihn als dies erst zum Menschen macht. Die Freiheit. Spezialität des menschlichen Willens. Ich möchte mit einer grundlegenden Unterscheidung beginnen, weil das auch, liegt auch klar in der Tradition, was der Thomas herausgearbeitet hat, dass der Wille prinzipiell eine Passion ist. Also, der Wille ist im ersten Moment immer empfangend. Es ist nicht so, dass der Wille von selbst ausgeht und sagt, ich wähle das, ich wähle das, ich wähle das, ich wähle das, sondern im ersten Akt, im ersten Moment bewegt sich der Wille nie selber, sondern muss bewegt werden. Das heißt, wir sprechen dabei von einem Affekt. Der Wille wird von einem Gut angezogen. Also ein menschliches oder ein Gut, egal welches, bewegt den Willen. Du siehst ein tolles Auto und auf einmal, wusch, hey, das wäre cool. Hast einen Affekt, okay? Oder du siehst eine schöne Frau und wusch, die zieht sofort hin. Oder du siehst ein Stellenangebot, eine tolle Arbeit oder siehst ein gutes Bier und auf der Stelle, wusch, erleidest du einen Affekt. Das heißt, der Wille wird bewegt. Und bewegt sich in dem Moment, im ersten Moment, nicht selbst.
Voraussetzung ist, er kann frei bewegt werden. Also es gibt auch ein Herz, das von nichts mehr bewegt werden kann. Das wäre fast ein bisschen, ja, wenn es zu leben aufgehört hat. Aber das Erste ist immer, dass der Wille, das Herz von einem Gut bewegt wird. Und er muss von einem Gut bewegt werden, damit er dann im zweiten Akt überhaupt sich selbst bewegen kann. Also, erster Akt des Willens, er wird vom Gut bewegt. Eine Passion. Der Thomas von Aquin spricht von dem her auch, die Liebe ist eine Passion, ein Erlittenwerden. Nicht du liebst, sondern du erleidest es zu lieben. Weil es eine Bewegung ist, die nicht von dir ausgeht, sondern das Gute bewegt dich. Das Gut bewegt dich als Mensch. Du wirst von dem her vom Gut bewegt. Und das ist immer, also das ist sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, das Gute bewegt uns als erstes, indem es uns eine Liebe, eine Neigung, einen Affekt schenkt. Und das ist der erste Akt des Willens, dass er bewegt wird vom Guten. Und dann kommt der zweite Akt des Willens, wo der Mensch dann tatsächlich entscheiden kann, jetzt frei entscheiden kann, lasse ich diesen Affekt, dieses Hingeneigtsein, dieses Hingerissensein in mir zu oder nicht? Also nehme ich diese Bewegung, diesen Affekt, dieses Bewegtwerden an? Und erst dann in diesem zweiten Moment, im zweiten Akt des Willens, kommt die Eigenbewegung dazu, das wir wählen können. Und darin braucht der Wille dann auf einmal Orientierung, damit er sich frei entscheiden kann. Und da kommt die Eigenbewegung, das, was wir auch Freiheit nennen, dass wir fähig sind, uns selbst zu bewegen, dort kommt dies zum Tragen. Also, das ist klar zu unterscheiden. Der Affekt geht nie von dir selber aus. Den erleidest du quasi. Du wirst bewegt vom Guten. Und tatsächlich, wenn wir lieben wollen, wenn wir frei sein wollen, müssen wir vom Gut bewegt werden. Du wirst bewegt. Und dann im zweiten Moment kannst du dann entscheiden, nehme ich dieses Bewegtwerden auf, lasse ich mich von dem hinreißen und entscheide ich mich dafür, bewegt zu werden quasi. Wichtig ist immer zu sehen, du wirst bewegt, auch wenn du dich frei entscheidest. Weil das Erste ist nicht von dir ausgehend, sondern das Erste ist immer vom Gut ausgehend. Wenn der René Descartes sagt, der Mensch kann alles wollen. Und das ist ein bisschen der Subjektivismus auch. Wir können alles wollen, der Wille ist unbegrenzt. Dann würde ich sagen, stimmt leider nicht ganz, weil du kannst nicht etwas wollen, von dem du nicht zuerst bewegt worden bist, das dich nicht zuerst angezogen hat, wo du nicht auch eine Liebe zuerst erlitten hast. Was wir mit dieser Liebe, mit diesem Affekt, mit diesem Angezogensein tun, darin liegt dann unsere Freiheit, unsere Entscheidung. Aber zuerst muss unser Herz quasi auch erobert werden. Und darin möchte ich wirklich schon einmal einen wichtigen Punkt setzen. Also dieses Anschauen, ob mein Herz da tatsächlich erobert worden ist, weil das ist ein sehr, sehr wesentlicher Moment und das kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, ich möchte mich jetzt entscheiden, dies oder dies oder dies zu tun. Na, oder dies oder dies oder die Person zu lieben. Na, also, dass du in diese Liebe hineinkommst, da musst du bewegt werden. Es muss geschehen, muss auch Zeit bekommen, muss auch Raum bekommen, muss dein Herz erobern quasi. Du musst es erleiden, das Lieben, auch darin dann deine Freiheit auszuspielen. Aber das Wichtigste ist, dass wir zuerst bewegt werden. Und die Grundvoraussetzung ist, dass das Herz dafür frei ist. Also,
Es gibt manchmal Situationen, wo unser Herz gebrochen ist und dann auf einmal nicht mehr frei von irgendwas bewegt zu werden, von einem Gut angezogen zu werden. Und da möchte ich jetzt auch die erste Fragerunde, den ersten Moment, die ersten 5 Minuten auch darin verweilen, selber uns anzuschauen, zu reflektieren. Habe ich das erlebt, dass ich nicht mehr fähig war zu lieben? Also, dass ich angezogen werde von einem Gut, weil mein Herz irgendwie korrumpiert ist, weil ich irgendwie ja, das erlitten habe, dass ich einfach nicht mehr lieben kann. Oder bin ich frei? Kann ich mich freuen, einfach so freuen an den guten Dingen? Das heißt, dass mein Herz frei ist, von den guten Dingen bewegt zu werden. Das ist quasi unsere Voraussetzung, das, was wir beitragen, dass unser Herz frei ist und nicht gefangen ist von irgendwelchen Dingen, von Süchten, von Verwundungen, von egal was, dass es gefangen ist, dass wir nicht mehr uns freuen können, nicht mehr von den guten Dingen bewegt werden können. Also das wäre die erste Frage. Habe ich die Freiheit, um angezogen zu werden, bewegt zu werden? Wo habe ich gelernt, vielleicht meine Freiheit zurückzuerkämpfen? Das kann man sich auch zurückerkämpfen, also geheilt zu werden, sprich. Und auch dann, wo bin ich mit meiner Freiheit in Konflikt gekommen? Also, dass du dich entscheiden möchtest und du darfst es nicht, dass deine Freiheit gar nicht möglich ist, nicht erlaubt ist. Keine Ahnung, jetzt bei der Impfung haben viele einen Konflikt gehabt, zum Beispiel, sie wollten nicht geimpft werden, haben aber impfen müssen, oder sie wollten geimpft werden, haben nicht impfen können oder war nicht möglich oder keine Ahnung was. Also können verschiedene Konflikte sein, wo du dich für etwas entscheiden willst und kannst es nicht, darfst es nicht, stehst in einen Konflikt. Also wir geben uns 5 Minuten, ziemlich genau bis 38, um zu schauen, ist mein Herz frei, sich zu freuen, zu lieben? Habe ich das einmal gemerkt, dass ich ja, angezogen werde? Prinzipiell, also es ist was sehr Gutes, der Affekt, nicht dass er uns beherrscht, aber dass wir uns freuen können über die guten Dinge, den Alltag, die Sonne, die schönen Blumen, alles Mögliche. Hört euch ein, einfach jetzt 5 Minuten dem eigenen Leben nachzugehen. Also, die Freiheit im Verhältnis zur Vernunft. Es ist ja so, wenn jetzt der Wille bewegt worden ist von einem Gut, dann ist er noch nicht fähig, Freiheit auszuspielen, sondern er muss jetzt unterscheiden lernen von allen möglichen Gütern, für was er sich entscheiden möchte. Es gibt ja nicht nur eine Frau, für die ich mich entscheiden kann, oder einen Weg. In der USA, du fliegst hin und dann ist schon vorgezeichnet, dieser Weg, jawohl. Sondern nein, es gibt 100. Du musst die ganze Zeit unterscheiden, ist es jetzt der oder der, mache ich jetzt das oder dann das und wann und wo und wie. Sprich, der Wille selbst weiß nicht, was soll er tun, sondern ist darauf angewiesen, dass er von der Vernunft jetzt geleitet wird und dass ihm von der Vernunft gezeigt wird, was ist das Beste, das Richtigste, wohin soll ich mich orientieren und wenden. Das heißt, der Wille kann sich nur für das Gute entscheiden, weiß aber nicht selber, was ist das Gute, braucht dafür die Vernunft, die unterscheidet und sagt, naja, nach allen Kriterien, die uns zur Verfügung stehen, ist das das Beste. Und wenn du dich entscheiden möchtest, würde ich dir das quasi empfehlen. Und jetzt gibt es ein Wechselspiel, also der Wille weiß nur durch die Vernunft, was ist das Beste, für das ich mich entscheiden kann. Aber die Vernunft ist angewiesen auf den Willen, dass der Wille prinzipiell ein Ding einfach liebt, annimmt, damit die Vernunft es wirklich untersuchen kann. Das heißt, bei der Erkenntnis selbst ist
die Vernunft auf den Willen angewiesen, wenn du einen Menschen nicht gern hast und nicht annimmst, so wie er ist, kannst du ihn nicht kennenlernen. Nur wenn du einen Menschen annimmst und einfach einmal so gern hast, also ein Wohlwollen ihm schenkst, auch einem Ding, du musst eine Situation einfach einmal annehmen oder ein Tier, keine Ahnung, nimm es einmal an und dann kannst du es erst verstehen lernen. Also die Vernunft braucht den Willen, der ihr das Gut, das er untersuchen soll, quasi zuführt. Ohne Liebe kann die Vernunft es nicht einmal verstehen lernen. Erst durch das Annehmen, die Liebe, kann die Vernunft verstehen lernen. Okay. Da gibt es ein Wechselspiel. Das Wichtigste ist, du musst erkennen wollen, du musst das wollen zuerst, damit du tatsächlich dann erkennst, dann sehen lernst und dann lernst, was ist das Beste und für was kann ich mich am besten entscheiden. Aber dass wir die Freiheit ausspielen können, liegt tatsächlich ganz stark an der Klarheit, an der Einsicht, an der Erkenntnis. Wenn es uns nicht klar ist, können wir uns nicht entscheiden. Und darin liegt meistens das menschliche Drama, dass der Mensch keine Klarheit hat, was soll ich wirklich tun? Wo geht's hin? Und erst in dem Moment, wo wir den Durchblick haben, können wir unsere Freiheit und unsere echte Entscheidung wieder ausspielen. Und da wird es jetzt ein bisschen spirituell. Also, es gibt ja da ein paar große Meister, die die Klarheit und die Entscheidung und das Einsehen, das Klarwerden ganz tief untersucht haben. Ich möchte zuerst noch beim Thomas von Aquin bleiben, der mit dem Meister Eckhart gemeinsam das Wort Intelligenz in der Weise interpretiert, also intus legere, innerliches Lesen. Intelligenz kommt von intus legere und das ist das innere Lesen und wie bei der Weinlese sammelst du einfach auf. Das ist da, das ist da, das ist da, es wird aufgesammelt und dann liest du es, dann betrachtest du es und das ist ein inneres Sammeln der Dinge und ein inneres Lesen. Die Dinge innerlich verkosten. Du kannst jetzt etwas wissen, aber noch nicht innerlich verkostet haben. Das heißt, du musst dir die Dinge betrachten, zu Herzen nehmen und innerlich macht es was mit dir. Es ist bei jeder Situation, bei jeder Information eigentlich, das übersehen wir oft, bei jeder Sache, die du erfährst oder erlebst, bei jedem Erlebnis hast du ein inneres Erlebnis. Du hast einen Autounfall und das kann dich ganz locker lassen. Oder du hast einen Autounfall, genau den gleichen, und das kann ein wirkliches Drama sein. Du erlebst es innerlich komplett anders. Oder jemand sagt zu dir eine Kritik oder ein Wort und das kann ganz innerlich, kann das ja, okay, habe ich verstanden, werde ich mich bemühen. Oder das gleiche Wort trifft dich Vollgas. Also eine gleiche Situation kann dich so oder so treffen. Das heißt, die äußerliche Information oder die Sache selbst kann bei dir innerlich das oder das auslösen. Und das ist aber das Intelligenz, das ist das innere Erleben, quasi wir sagen Emotion oft einmal zu, aber Emotion wäre nur ein Gefühl, das ich jetzt bei irgendeiner Sache habe. Emotion wäre viel zu wenig. Es ist nicht nur Emotion, sondern das innere Erleben von einer Sache. Und das ist das, was Intelligenz ist. Momentan in der Rhetorik und so spricht man von emotionaler Intelligenz, also diese Emotionen vernünftig wieder verstehen lernen, das was du innerlich erlebst, verstehen lernen und wieder kommunizieren. Aber es ist tatsächlich dieses innere Vernehmen, das uns erst als Menschen ausmacht und das ist wirklich das ist, was der Verstand sucht und will. Also nicht nur das äußerliche Erleben, sondern das innere Erleben jetzt anzuschauen. Weil das sagt dir viel mehr als wie die reine Information. Du musst das innerlich verkosten. Ein inneres Erleben.
Und das bringt uns jetzt, wenn wir Ignatius von Loyola anschauen, zu einer Unterscheidung der Geister. Weil rein weil eine Sache so ist, keine Ahnung, du liest einen Vers aus der Heiligen Schrift, aber dann musst du es innerlich vernehmen, du musst es verkosten. Was macht es mit dir? Und dann das verstehen lernen. Warum lässt mich das nicht in Ruhe, wenn ich diesen Vers lese? Oder warum finde ich keinen Frieden, wenn ich mit dieser Person zusammenkomme? Oder warum habe ich irgendwie da immer so ein gutes Gefühl, wenn ich diese Sache tue? Oder jene Sache betrachte oder jene Sache mir zu Herzen nehme? Und jetzt das innere Vernehmen von einer Sache, von einem Ding, das jetzt verstehen lernen, mit Trost, Trostlosigkeit, Ruhe, Unruhe. Was macht es mit mir und warum macht es das? Und jetzt lernen wir die Dinge auf einmal zu verstehen. Also es geht um das, eine Klarheit, eine Einsicht von etwas zu bekommen und das dann unterscheiden zu können. Also, es ist eine Führung unseres Herzens, aber auch unseres Verstandes in der Entscheidung. Und warum mir etwas aufgeht, also zuerst einmal muss das innerlich aufgehen, es geht nicht um Information, sondern das muss dir innerlich klar werden. Und warum uns da etwas aufgeht, das ist wirklich sehr, sehr spirituell. Also, das ist wirklich sehr, sehr spirituell. Warum geht dir das jetzt auf und nicht früher oder nicht später? Und warum verstehst du das so? Das kann letztlich der Heilige Geist beantworten. Aber wir werden da in unserem inneren Vernehmen, in unserem Verstehen, werden wir tatsächlich sehr, sehr, sehr geführt. Es ist der Illative Sense, es ist der Folgerungssinn von Newman her verstanden. Und der bringt dann eine klare Zustimmung. Wenn wir etwas eingesehen haben, dann entscheiden wir uns, dann haben wir eine Klarheit, eine Zustimmung zu etwas. Das ist ein innerer Instinkt in uns. Thomas von Aquin beschreibt das auch als innerer Instinkt, übrigens, ganz eine große Parallele. Und das kannst du nicht auch nicht immer beschreiben. Ein General, der jetzt in der Kriegsführung entscheiden muss, begegnen wir den Feind hier oder hier, greifen wir so oder so an, der kann seine Entscheidung, warum er sich so entscheidet und nicht so, das kann er jetzt vielleicht gar nicht begründen und mit Detail seine ganzen Überlegungen alle preisgeben, kann er gar nicht beschreiben, aber er spürt, das muss jetzt in der Richtung gemacht werden. Das muss in der Richtung gemacht werden. Und wenn ihn jemand fragt, dann sagt er, ich spüre das so. Das ist mein innerer Instinkt, aber ich kann es dann nicht bis ins Detail beschreiben. Ich kann da ein paar Gründe geben, aber nicht alle. Newman sagt auch, das Herz hat Gründe, von denen der Verstand nichts weiß. Dein Herz hat manchmal Gründe, ein innerer Instinkt, das du nicht begründen kannst. Also das ist nicht nur, das ist viel tiefer als jetzt die quasi eine Rationalität, eine platte Mathematik abwägen könnte. Da sind wir viel, viel feiner gestrickt. Und der Folgerungssinn, der geht sehr von Erfahrung aus. Also das ist sehr personell, sehr persönlich, ist von Erfahrungen geprägt, von Erlebnissen. Und die gilt es immer wieder als Mensch sich bewusst zu machen. Also das ist keine Theorie. Das ist sind keine metaphysischen Prinzipien. Das ist keines, das hast du in der Schule so gelernt, das machst du jetzt so. Sondern das ist ein persönliches Erfahren der Wirklichkeit, die aber gut ist, immer wieder bewusst gemacht zu werden. Also dass uns das bewusst ist, und bewusst wird, warum bin ich von dem überzeugt. Manchmal hat man Überzeugungen, ohne dass sie bewusst werden und irgendwann hast du einen Konflikt und dann spielst du deine Überzeugung genauso aus und machst das dann für dich fest. Jawohl, im Leben geht es mir echt darum. Und das ist meine echte Überzeugung und für die stehe ich ein, egal was ist. Oder du hast vielleicht schon dein halbes Leben genau mit dieser Überzeugung gelebt, ohne dass sie dir klar geworden ist. Also der Mensch bildet seine Überzeugungen aus den Erfahrungen
Und das sind ganz personale Prinzipien. Und darin spielt das Gewissen, das Herz, ganz eine große Rolle. Und das ist heilig. Also Person Mitte, das ist etwas ganz Heiliges. Entschuldigung, wenn ich da jetzt auch mit verschiedenen Theologen und so und auch ein bisschen Mix, die Sache ist einfach zu komplex, dass man es nur mit einer Sache anschauen kann. Aber so ein Gefühl von dem, was sich da innerlich abspielt, vermitteln, das wäre irgendwie mein Anliegen. Und es gibt einen Theologen, den ich auch, einen französischen Theologen, der ist nur 34 Jahre alt geworden, ist im Krieg gestorben, unglaublich talentierter Priester, und der sagt dann, bringt ein Beispiel einmal, bei einem Buch, das er geschrieben hat, ein dünnes Buch mit ganz viel Einsicht. Und der sagt, es ist interessant, dass Forscher oft einmal ewig lang forschen, genau zwei Forscher auf der gleichen Sache, und auf einmal geht einem was auf. Er sieht ein kleines Indiz, das er eigentlich schon immer gesehen hat, immer bewusst war, aber es hat er nie verstanden. Und auf einmal geht einem einmal was auf und auf einmal durch dieses Indiz, durch diesen Punkt, den er da versteht, ergibt das Ganze voll den Sinn und versteht er das Ganze aus einem ganz neuen Blickpunkt. Und der zweite Forscher, der genau gleich forscht, dem bleibt die Indiz verborgen und für den geht es nicht auf, jetzt in dem Moment. Aber ein Forscher, für den das aufgegangen ist, kann dann dem zweiten Forscher diesen Blick verleihen. Schau her, diese Sache hat fürs Ganze Bedeutung. Und das ist ein Indikator, um das Ganze anders neu zu verstehen. Und jetzt kann ein Forscher dem anderen tatsächlich seinen Blick mitgeben, seine Klarheit, sagen wir mal so, weiterschenken, seine Einsicht teilen und dadurch eine ganz neue Welt auch für den zweiten auftun, wo der andere dadurch durch eine Klarheit, eine Einsicht auch weitergehen kann. Und das ist auch ein gemeinsamer Blick, den der Glaube schenkt, den der Glaube verleiht. Also Lumen Fide ist ja da ganz stark, wo der Papst Benedikt und Franziskus gemeinsam sagen, also Glaube ist sowas wie ein geteilter Blick auf eine Wirklichkeit, den Gott mit uns teilt. Er schenkt uns seinen Blick, seine Klarheit, teilt ihn uns, mit uns, damit wir die Dinge, die Welt, die Wirklichkeit erkennen, tiefer erkennen. Also, diese Klarheit, diese Einsicht, die notwendig ist, damit sich der Wille überhaupt entscheiden kann, überhaupt seine Freiheit ausspielen kann, in dieser Klarheit, in dieser Einsicht werden wir unglaublich geführt. Warum geht uns das auf und wann geht es uns auf und wie geht es uns auf? Aber das klar bekommen ist immer eine innere Einsicht. Also es geht nicht um Information. Darum ist das Bildungssystem da einfach viel zu kurz. Es geht nicht um Information, sondern um Verstehen, um Durchdringen. Der Geist muss die Dinge durchdringen. Der Verstand, er muss sie betrachten, innerlich vernehmen, innerlich, ja, durchkauen, sich zu eigen machen, echt innerlich erleben. Ja, und dann kann was aufgehen. Und das ist ein Ringen. Dann, wenn es uns klar wird, können wir weitergehen. Zweite Fragerunde, ein paar Fragen, weil sie einfach mitgehen will zum Reflektieren. Also, wo habe ich um Klarheit gerungen? Wo ist mir etwas aufgegangen? Ein Moment. Und gehe ich manchmal ohne Klarheit zu haben? Das ist auch ein bisschen. Also, wenn wir gehen, dann mit der Vernunft, aber das Herz ist noch nicht dabei, kann noch nicht dabei sein, weil wir die Klarheit nicht haben oder einfach das Herz geht, obwohl die Vernunft was anderes sagt. Aber das, also wo die Dinge nicht zusammenpassen noch. Und ist mir das Zusammenspiel bewusst? Also, ich brauche die Klarheit, um frei zu sein, Und weiß ich, wo ich Klarheit bekomme, also Heiliger Geist, innerliches Vernehmen, Betrachten, Durchkauen. Ich würde sagen, wir nehmen uns einfach nur, also können Sie auch die Fragen aufschreiben, es wird auch ein längeres, ja, man muss sich das einmal zu Herzen nehmen, klar werden und dann ein längeres mit sich tragen.
auch die nächsten Tage, aber ein paar Minuten wollen wir uns geben, bevor wir weitergehen. Ich möchte das weitergeben bei dem, was wir zuerst gerade auch ein bisschen erarbeitet haben, nämlich also das Zueinander von Wille und Vernunft ist wahnsinnig wichtig. Und Glaube und Hoffnung, Liebe, also die größte Vollkommenheit des Menschen, das ist ja miteinander innerlich verbunden. Also wir können nicht glauben, was wir nicht lieben, oder wir können nicht lieben, was wir nicht im Glauben vor Augen haben. Du kannst nicht einfach sagen, ich liebe die ganze Welt. Du musst sie zuerst kennen, damit du sie lieben kannst. Also das Erkennen ist das Erste im Lieben überhaupt und so weiter. So ist auch das innere Erleben und die Einsicht absolut wichtig, damit wir uns entscheiden, damit wir lieben können. Also das baut darauf auf. Du kannst dich nicht entscheiden, wenn du nicht eingedrungen bist, erkannt hast. Und jetzt ist die Schwierigkeit bei dem, wo wir im Leben von Gott geführt werden, dass die Sache, die wir erkennen wollen, zu groß ist für unseren Verstand, um zu erkennen. Also Gott selbst bleibt unerkannt, oder er bleibt nicht verstehbar. Er ist nicht verstehbar. Er ist jemand, der wirklich für uns einfach verborgen ist und bleibt. Und mit dieser Situation jetzt umzugehen, aber was gibt da Gott? Wie antwortet er auf unsere menschliche Schwierigkeit, uns wirklich für ihn entscheiden zu können? Und zwar, er schenkt die Gaben des Heiligen Geistes. Der Glaube ist in der Weise, erhebt er den Mensch, dass er jetzt als erstes eine Fähigkeit mitgibt, eine Stärke der Erkenntnis mitgibt, die nicht menschlich ist. Also Gott schenkt den Verstand Einsicht, also die Gaben des Heiligen Geistes, Einsicht, Erkenntnis, Rat, Frömmigkeit, Mut, Stärke, Gottesfurcht. Er schenkt dem Verstand die Einsicht, damit er dann sich frei aus dieser Einsicht heraus entscheiden kann. Das ist sehr interessant. Also, die Gaben des Heiligen Geistes, die Früchte, geben dem Menschen die Fähigkeit, dass er Dinge auf einmal erkennt, versteht, innerlich vernimmt, innerlich verstehen lernt, die er normalerweise nicht verstehen kann. Und aufgrund dieses inneren Verstehens kann er sich dann entscheiden. Und also das ist jetzt das, was den Verstand anbelangt, was den Willen anbelangt. Wir können auch nicht ein Ding lieben, das zu groß ist. Also der Mensch kommt bei der Liebe zu Gott auf die Grenzen, dass er das Bewegtwerden, die Liebe Gottes gar nicht annehmen kann. Also er sagt, ich bin nicht würdig, ich kann das nicht annehmen. Gott, du bist einfach zu gut für mich. Das halte ich nicht aus. Diese Geschenke, diese Größe, diese Liebe ist einfach too much. Aber Gott vereint sich selbst mit unserem Willen. Also Thomas von Aquin sagt, es gibt eine Konaturalitas, eine Mitnatürlichkeit, dass der Wille von Gott überformt wird. Also du liebst dann nicht mit einer menschlichen Liebe, sondern mit einer göttlichen Liebe. Also die Liebe, die von Gott kommt, überformt uns, dass wir auf einmal mit einer göttlichen Liebe lieben. Also, die innere Inspiration, sagt man dazu auch. Aber der Heilige Geist zieht in unser Herz ein, bewegt es und bestärkt es in der Weise, lässt es mit einer Kraft ausgestattet werden, damit es die Liebe Gottes überhaupt annehmen kann und dann auch dieser Bewegung, schau her, bewegt zu werden und dieser Bewegung folgen zu können.
Das ist jetzt nicht eine menschliche, eine uns ebenbürtige Bewegung, die wir erfahren, sondern die ist zu groß eigentlich für uns. Also ein Mensch und eine menschliche Liebe kann dich bewegen, jawohl, aber die göttliche Liebe ist zu groß. Deswegen muss er uns die Kraft, die Stärke verleihen durch die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir das überhaupt annehmen können. Also, je höher das ist, das uns bewegt, umso vollkommener muss unsere eigene Ausrichtung sein, damit das Bewegte und der Beweger abgestimmt sind. Okay? Also, denkt euch das ein bisschen jetzt, sag einmal so, du hast eine kleine Erbse und dann einen Panzer. Und jetzt soll die kleine Erbse von dem Panzer bewegt werden. Der Panzer rollt auf die Erbse zu und patsch. Wenn nicht die Gnade hilft, wird die Erbse einfach überrollt, weil der Panzer zu groß ist. Die Bewegung, die von Gott kommt, die Liebe, also Wille ist immer bewegt werden, okay? Liebe ist immer Bewegung, Bewegung, Bewegung. Der Heilige Geist ist der, der uns bewegt. Aber jetzt muss die Erbse zuerst ausgestattet werden, damit sie die Bewegung des Heiligen Geistes überhaupt aushält. Also, und das ist das, was Gott schenkt als erstes. Er schenkt uns die Kraft, die Liebe Gottes wirklich anzunehmen. Das, was Gott uns gibt, diese unglaubliche Bewegung, dieses Unglaubliche. Weil das muss abgestimmt werden aufeinander. Okay, wir müssen fähig gemacht werden, die Liebe Gottes zu bewegen, anzunehmen, sagen wir so. Und jetzt auch das andere, ein bisschen das Zusammenspiel von Glaube und Liebe. Also wenn du dann von Gott bewegt worden bist, musst du das in der Liebe fruchtbar werden. Musst das fruchtbar werden. Du kannst nicht eine Klarheit haben und das nicht ins Leben umsetzen. Es muss auch wieder Fleisch werden. Es geht sonst nicht. Also, der Glaube oder die Klarheit, die Einsicht, die Gott dir schenkt, musst du in der Liebe ins Leben umsetzen, in der Liebe fruchtbar werden lassen. Sonst weißt du etwas und tust genau das Gegenteil. Und dann ist die Frage, entweder zerreißt es dein Herz und du liebst auf einmal nicht mehr das, was du weißt, sondern du machst irgendwas anderes. Oder der Verstand wird durch die fehlende Liebe oder das, was in deinem Herzen nicht richtig ist, wo du deinem Herzen nicht folgst. Du weißt etwas, hast eine Einsicht, eine Klarheit von Gott und du folgst dir aber nicht. Dann wird die fehlende Liebe verdunkelt deinen Verstand so, dass du zum Schluss sagst, nein, es ist nicht wahr, ich glaube das nicht mehr. Mir ist das nicht mehr so klar und du kannst tatsächlich diese Klarheit, diese Einsicht wieder verlieren aufgrund von einer Sünde, einer Ungeordnetheit, einer falschen Neigung. Also Klarheit und Liebe, also die Bewegung und die Klarheit, die Klarheit zu haben für die Bewegung oder das Bewegtwerden und das Klarwerden, das zueinander wirklich ausgerichtet ist, muss dann auch zueinander finden. Das heißt, du kannst nicht der Klarheit im Glauben haben und dann das nicht in der Liebe umsetzen. Du musst deiner Klarheit folgen. Du musst deiner Klarheit, das was dir klar geworden ist, deinem Herzen musst du folgen, wenn du quasi gesund bleiben und sein möchtest. Sonst zerreißt es dich innerlich oder du verlierst es, was du an Klarheit, an Einsicht gehabt hast, verlierst du wieder und fällst da in ein unglaubliches Loch hinein. Also der Paulus schreibt ein paar Mal darüber, von welcher Höhe bist du gefallen, sagt er. Welcher großen Wunder und welcher großartiges Leben hast du gelebt und bist aber noch nicht der Leidenschaft, den inneren Antrieb, diesem Guten, das dich da jetzt bewegt, bist nicht mehr gefolgt und dann fällt der Mensch auch wieder. Also das kann er auch, dieses unglaubliche Geschenk der Freiheit, der Liebe, das er ausspielen kann,
kann sich sogar gegen sich selbst richten. Also die Freiheit, die dir geschenkt wird durch die Klarheit, wenn wir es jetzt von der Freiheit her anschauen, die kannst du als Mensch sogar gegen dich selber richten. Es ist ein bisschen so, dass wir, wenn wir jetzt draufschauen, dass wir in allem bewegt werden. Zuerst wird das Herz vom Guten bewegt, dann wird es fähig, sich selbst zu bewegen, dann braucht es die Einsicht, damit es wirklich die Freiheit ausspielt. Dann merkt man, bei je größer die Dinge sind, die uns bewegen, also nicht nur materiell und menschlich, sondern göttlich, je größer die Dinge sind, desto mehr müssen wir befähigt werden überhaupt von Gott. Also die Gnade muss uns befähigen, die Gaben des Heiligen Geistes, diese Bewegung Gottes und auch die Einsicht anzunehmen, zu bekommen. Es ist ein wirkliches Mensch, du wirst beschenkt. Du musst darum beten und du wirst Vollgas beschenkt. Halleluja. Du musst beten, du wirst Vollgas beschenkt darin. Und dann, wenn du dieses beschenkt, also einmal die Klarheit und die Liebe hast und deine Freiheit auf Vollgas ausspülst, dann musst du dieser Bewegung und auch deiner eigenen Freiheit folgen. Weil sonst kommst du in einen Konflikt, wo du das gegen dich selber ausspülst. Also so bis zu dem, dass du dann selber nicht mehr glaubst, was du eigentlich gemacht hast und was du geglaubt hast, an Judas quasi, der Liebe Gottes, die er bekommen hat, dann irgendwann nicht mehr folgt, verabschiedet sich innerlich und dann auch äußerlich und dann steht er komplett dazwischen. Er hat keinen Grund mehr, auf den er stehen kann. Da nicht, er hat was getan, das er nicht wollte und er geht nicht zurück zu dem, den er wirklich liebt und er hat keinen Grund, auf den er mehr stehen kann und dann nimmt er sich zum Schluss selber das Leben. Also das ist eine unglaubliche Tragödie. Aber auch zu zeigen, das mit der Freiheit, das ist auch ein bisschen, also wenn wir wirklich frei werden als Menschen und wirklich unserem Herz folgen und der Einsicht und der Klarheit, das ist auch ein bisschen ein Messerschneide. Das ist auch eine Herausforderung dann verbunden. Und du kannst im Glauben, in der Liebe, kannst du nur immer weiter gehen. Das ist wie eine Pflanze. Wenn sie leben will, muss sie immer wachsen. John Henry Newman sagt auch, Wachstum ist der einzige Beweis fürs Leben. Wenn du nicht wachst, wenn du nicht weitergehst, hörst du auf zu leben. Verlierst du deine Freiheit, verlierst du das, was dich als Mensch ausmacht, der du wirklich bist, wo du wirklich deine Größe, deine Stärke, deine Perfektion, deine Vollkommenheit als Mensch, als freier Mensch in der Liebe, in der Klarheit, in der Einsicht ausspielen kannst und wirklich bist. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen viel alles miteinander, weil wir einen großen Bogen gespannt haben und dann bis hin zu dem, wo sich die Freiheit gegen sich selbst wieder stellt. Also, oder man kann auch so sagen, das, was du eingesehen hast, das will gelebt werden, hat auch den Anspruch dazu. Also die Klarheit will sich in der Liebe dann fruchtbar machen. Ein Forscher, ein Albert Einstein, dann ist was klar geworden. Der kann nicht anders, als wir das, was ihm klar geworden ist, hinauszubringen, zu teilen, weiterzuschenken. Man muss dem, der Freiheit muss man quasi folgen. Das, was das eigene Herz dann tut. Ich kann nicht gegen das eigene Herz, gegen die eigene Liebe, gegen das, was mein Herz quasi erobert hat, von dem sind wir ausgegangen, dass wir uns nicht selbst bewegen, sondern dass wir bewegt werden, dass wir erobert werden, dass wir die Liebe erleiden. Nicht machen, nicht du machst die Liebe, sondern du erleidest sie. Es bewegt dich was. Dem musst du dann schlussendlich, wenn du glücklich werden willst, aber du wirst auch in jedem Moment geführt. Also das ist nicht nur menschlich, das ist wirklich göttlich. Du wirst geführt. Und dann vielleicht als letztes noch, ein letztes Wort, dann höre ich auf mit dem Verwirren. Ein letztes Wort. Also Thomas sieht es als Tugend, den Glaubensakt.
Und das alles als Tugend, als Haltung, als Gehabe. Das heißt, es ist eine Grundoption, eine Grundausrichtung des Menschen, ein Habitus, eine Haltung, die er einnimmt, unter der er dann geführt, bewegt wird. Wir könnten auch so sagen, die Haltung der Freiheit, so wie der Michael zuerst gesagt hat, er ist ein freiheitsliebender Mensch. Und das ist eine Grundoption, das ist eine Grundhaltung. So möchte ich leben, nicht anders. Das möchte ich mir erkämpfen. Und ich weiß, mein Herz muss erobert werden oder ich möchte diese Freiheit ausspielen. Und so. Also, aber das ist eine Haltung, ein Gehabe. Glaube ist eine Tugend, eine Haltung, die dann durch einen speziellen Akt auf ein spezielles Ziel hin ausgerichtet wird. Da müssen wir jetzt in den Glaubensakt noch viel tiefer einsteigen. Das ist jetzt ein bisschen zu komplex. Aber sowas wie eine Grundoption, eine Haltung im Leben ist es. Ich glaube, damit ist jetzt für heute genug. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen.